Hallihallo, hier wieder euer Das Steffen zockt zu einer brandneuen Folge Let's Play Minecraft auf der PS4. Genau. Und ja, wir gehen jetzt erstmal wieder rüber in das Dörfchen, wo wir ja jetzt, wie gesagt, endlich unsere Ruhe haben, weil der scheiß Golem endlich mal weg ist, den wir mal versehentlich gepult hatten und er dann Dauerhass auf uns hatte. Der ist natürlich jetzt weg zum Glück. Und wir können das Dorf für uns nutzen und ausbauen, was das angeht. Und das werden wir natürlich auch tun. Und wir schauen mal, wo wir anfangen. An welcher Stelle. Aber ich würde meinen, wir fangen hier oben, wo das Brauhaus ist, an. Also hier. Oh. Was sauber. Soll ich das verrottete eins macht. Oh, das ist eigentlich nicht schlecht. Sammelt man einfach verrottetes Fleisch und holt das. Das ist gut. Das kann man machen, definitiv. Ich lasse die leben. So. Hey, rutsch mal. Achso, das war das Haus hier. Okay. Ich bräuchte jetzt erstmal eins, was ein bisschen größer ist vom Platz her, wo man was anfangen könnte. Schauen wir mal. Ganz kurz nochmal, was der Farmer für uns hat. 22 Rüben. Das könnte man auch machen. Das ist auch schaffbar. Und dann 1x8x6. Brote. Ja, das ist auch nicht schlecht. Kann man machen. Ich denke mal, wir nehmen das Häuschen. Weil das ist so das größte. Nur, ich glaube, da hat es das generiert hat, bei der Map erstellen, etwas falsch generiert, das Haus. Hier fehlt Haufen Zeug. Oha, hier fehlt auch alles. Aha, aha. Nehmen wir alles mit. Lohnt sich. Die Eisenblöcke erst recht. Nehmen wir auch mal schön mit. So, hier war alles raus, ne? Okay, wunderbar. So, es ist uns entscheiden. Welches Haus wir als Haus nehmen für unser Depot hier im Dorf, wo wir halt erstmal dann das Essen haben von den Feldern. Und ja. Was war noch? Ich werde erstmal, weißt du was, wisst ihr was, wir gehen erstmal Bäume fällen. Sonst hilft hier gar nicht. Ich will noch ein bisschen hier Wege bauen und ein bisschen an den Häusern anbauen. Aber dafür brauche ich erstmal Holz, Holz, Holz. Ich und mein Holz. Sonst geht hier gar nichts, würde ich sagen. Also gehen wir da drüben und Holz holen. Die Bäume pflanze ich auch gleich mal noch irgendwo an hier. Dass sie hier irgendwo mal wachsen können. Weil da man ja gleich Bäume auch haben in der Nähe. Das ist, denke ich mal, praktisch. Sehr praktisch. Ich würde sagen, die kann man nehmen. Die stehen einigermaßen gut zum Wegnehmen. Man kann ja auch immer wieder neue hinpflanzen. Das ist ja dann auch nicht das Thema. Überhaupt nicht. Daher kann man den beruhigt hier an der Stelle wegnehmen, den Baum. Null Problemo. Ah.
was das angeht. So, und ne, den nicht. Den hier noch. Der geht auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall. Und jetzt fange ich auch schon wieder an und werde müde. Das kostet mich gerade ein bisschen an. Also was immer während der Aufnahme passiert, gähnen, niesen, immer während der Aufnahme, das ist echt wie ein Fluch bei mir. Ich kann echt sagen, das ist ein Fluch, der auch etwas nervt. Aber naja, so ist das halt. Das nennt man halt Sauerstoffmangel. Ich sollte vielleicht mal noch was kurz das Fenster aufmachen. Wäre vielleicht praktisch. So, hier wachsen alles solche Mini Dschungelbäume, ne? Hier. Sind alles nur solche, die einen Stamm haben. Da war's das. So, den habe ich schon weg, ne? Ja, der ist weg. Der ist weg, der ist weg. Der ist auch weg. Ich mache die ganzen Büsche mal ein bisschen weg hier. Alles mal ein bisschen begradigen. Die hat mich irgendwie ein bisschen komisch hier hin generiert, aber sieht zwar auch nicht schlecht aus, weil es wie Büsche aussieht, aber nein, muss nicht sein. Daher mache ich die jetzt hier weg an den Stellen. So. Okay, das gehört zu denen noch mit. Mann, hier sind aber auch ganz schön viele solche Stümmel, ne? Schon krass. Wie viel habe ich denn jetzt? Vier. Genau einer. Wunderbar. Geht auf. Das gefällt mir schon mal. Sag ich mal noch so die Büsche weg hier. Was noch steht von denen, die ich hier entfernt habe. Mal schauen, was ich dann noch rausbekomme. Schön wäre es, wenn ich zwei zusammenbekommen würde. Ah, hier ist noch einer. Holen wir uns. Ich sag's ja, während der Aufnahme. Schon passiert's, jetzt muss ich niesen. Ich fühle mich manchmal von meinem eigenen Körper verarscht. Also immer während der Aufnahme passiert. Ich denke mal, das habt ihr ja schon so genügend mitbekommen, dass ich immer während der Aufnahme oft mal niesen muss oder ja husten muss. Naja, was soll's. Gehört dazu. Ist ja egal. Euch stört es ja anscheinend auch nicht. Daher alles super. So, die pflanze ich einfach mal hierher. Kannst du da wachsen in Ruhe. Hier kann man wegen einzelner kleiner wachsen. Passt schon. So. Essen fassen. Essen fassen. Aufnahme ist vorbei. Alle in die Betten. Alle auf eure Zimmer. Sehr brav, sehr schön, vorbildlich, sehr vorbildlich. Ihr hört auf ein. Das ist schön. Und ja, damit und an dieser Stelle werde ich auch erstmal diese Folge wieder beenden, denn die Zeit ist leider schon wieder um. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß gehabt beim Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Von und mit eurem Darth Steffen zockt auf der PS4. Die nächste Folge kommt dann natürlich wie immer pünktlich am Samstag. Und bis dahin eine schöne Zeit. Lasst euch nicht ärgern und möge die Macht und das Minecrafter Blut mit euch sein. Euer Darth Steffen zockt. Sagt ciao.
Ciao, ciao mit Doppel V. Also dann, bis zum nächsten Mal.